Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute gibt es mal wieder ein Interview und diesmal direkt aus Norwegen. Wir sind hier kurz vor dem Wettkampf der Cold Steel und ja, ich habe hier einen Interviewpartner und das ist... Der Jürgen. Genau, und wir erzählen heute mal ein bisschen über dich und deine Waffe. Ja, viel Spaß beim Zugucken. Ja, Jürgen, du bist hier zum PRS-Wettkampf. Zum PRS. Ja, Cold Steel. Die Frage ist, warum? Naja, mal wieder wegen deinen Videos, wie es damals ja schon bei der LREC war. Also, Tom hat mich angefixt, das kann ich nicht anders sagen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte mal nicht nur statisches Long Range probieren, sondern ich möchte mich auch mal am dynamischen probieren und teste mal PAS jetzt aus. Und deswegen bin ich jetzt hier nach Norwegen gefahren, zur Cold Steel, in der Nähe von Kongsberg. Und mal schauen, wie das Wochenende so läuft. PRS ist genauso wie statisches Schießen. Nur ein bisschen dynamischer. Kann man so sagen. Also es wird garantiert spaßig. Wir haben wieder ein richtiges Glück, denn das Wetter heute ist strahlend blauer Himmel. Es soll nur ein ganz, ganz klein bisschen Regen. Ich hoffe, die Wetterfrösche können das richtig voraussagen. Naja, ich bin mal gespannt. Ja, erste Mal in Norwegen? Das erste Mal überhaupt in Norwegen. Also hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich das erste Mal nach Norwegen fahre, zum Schießen nach Norwegen fahre. Aber es ist so gekommen. Und ist es okay hier? Es ist wunderschön hier. Also es war ein bisschen schade, gestern im Dunkeln in der Nacht hier anzufahren. Ein bisschen wenig gesehen. Aber was ich hier so an Landschaft sehe, Wahnsinn. Also allein von der Landschaft her lohnt es sich auf jeden Fall, nach Norwegen zu fahren. Und das ist noch die kleine Landschaft. Weil die guten Strecken gehen wir anders lang. Genau. Und, aber es ist trotzdem schön hier. Ne? Wunderschön, ja. Ich habe auch unterwegs gefrühstückt. Das gibt es in der Cold Steel, im Cold Steel Video zu sehen. Und ja, hier kann man es aushalten. Ne? Absolut. Und hier auch mitten vor dem schönen großen Stein, wo wir hier stehen. Genau. Mit allem drum und dran. ja, das macht schon Spaß. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf morgen, was da so passiert. Du hast dich ja vorbereitet. Das heißt, du hast dir deine Ausrüstung zurechtgesucht. Ja, also war noch ein Prozess über ja, jetzt eineinhalb, zwei Jahre fast. Angefangen, indem ich halt Videos geschaut habe, indem ich Bücher gelesen habe. Autor steht neben mir. und ja, Internet halt recherchiert. Also viel dann auch selbstständig recherchiert. Und habe mir dann so im Kopf zusammengestellt, okay, ich möchte statisch Long Range bis 1000 Mal probieren. Über 1000 wäre mir zum Einstieg zu teuer gewesen. Ist auch sinnvoll, mit einem vernünftigen Mittelkaliber anzufangen. Genau. Und habe jetzt mal den Mittelkaliber genommen, habe dann lange überlegt, so noch 308, 6,5 Creedmoor. Und habe dann gesagt, ich nehme eine 6,5 Creedmoor. Gute Entscheidung. Ich wollte wirklich, die flache Flugbahn und die 1000 Meter haben mich überzeugt. Ja, ist ja wirklich eine gute Entscheidung. Ja. Ja. Erzähl mal, welche Waffe zu der anderen Ausrüstung kommen wir noch? Das ist die Waffe selber, ist eine Tika, also Lauf und System, ist von einer Tika T3X. Das ist aber der lange Lauf, ne? Ja, das ist der lange. Wie lang ist der? 65? Da bin ich so gefragt. Ich kann mal der das eine merken. War 50, 60 ist der mindestens. Ja. Plus Stück, ja, okay. Ah, ja, okay. Ich hatte unheimlich Glück, weil der Vorbesitzer, der da ganz wenig mit gemacht hat, hat die schon umgebaut in ein MDT ACC Chassis. Ja, kann man nicht meckern. Das war mein Traum. Also dieses MDT Chassis war sogar mein Träumchen. Ich hätte mir wahrscheinlich sogar mit dem kleineren zufrieden gegeben, aber es ist das ACC geworden und ich bin absolut happy damit. Das Ding ist gut. Das Ding ist gut. Ja. Du brauchst noch ein... Das ist das einzige, der einzige Wermutstropfen tatsächlich, ist, dass ich da nicht abklappen kann. Lässt sich viel besser reinigen und alles. Einmal reinigen, einmal lässt sich der Verschluss nicht rausnehmen, ohne dass ich hier runterdrehe. Hm. Und um es in den Rucksack reinzupacken, ist es auch ein bisschen unhandlich so. Kannst aber nachrüsten, kein Thema, ja, ne? Ja. Also ACC-Chassis? Ja, was ich noch gemacht habe, was nicht dabei war, ich habe hier die Chassisgewichte reingebaut. Oh, ist ja voll. Krass, ja. Wie viel wiegt die? Oh, knappe 10 Kilo. Oh. Also sie ist noch unter 10 Kilo. da ich auch bei BDS schieße, halte ich mich natürlich an die BDS-Grenzen so ein bisschen auch. Also die bleibt. Das ist cool. 110 Kilo und die beiden habe ich halt noch angemacht, um wirklich so, wie man es jetzt auch hier drauf sieht, schön austariert haben. Ja, das ist doch cool. Also finde ich super. Ich finde die Farbe auch gut, muss ich ehrlich sagen.
Du hast hier vorne dran das PRS, ne? Atlas? PRS? Das ist Atlas, genau. Das ist PRS Atlas. Ja. Ganz genau. Habe ich auch so, da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, ob ich das auch von MDT nehme. Aber Preis-Leistung hat das mich... Das ist so teuer. Ja. Das ist nochmal um 300 Euro teurer. Ja. 300 Euro ja. teurer geworden. Ja. Ja. Das sind schon böse Preise. Deswegen habe ich jetzt Atlas genommen. Ich wollte trotzdem nichts Billiges haben. Ich habe damit was auch Gutes haben und viel geschossen. Das fühlt sich immer superwertig an. Also alles, was ja. ich hier verstelle, fühlt sich superwertig an. Top. Also. Okay. Also Ticker, ACC-Chassis finde ich super. Das passt auch. Als Glas hast du ein kahles, welches? Das 624i. Und als Montage? Ne, Eratag-Montage. Okay, also ganz klassisch, funktioniert, kann man nehmen, einwandfrei. Du hast eine Libelle drauf, habe ich gesehen. Genau. Und zwar außermittig. Ich habe hier die Libelle drauf, ja. außermittig. War dabei, ob ich das so toll finde, weil ich habe jetzt auch das elektronische System von Tombow mal so ein bisschen angeschaut. Das ist krass. Ja, also ich verrate noch nichts, ne? Aber das ist so krass. Ja, okay, das verstehe ich. Ich habe letztens bei einer Bestellung bei Eratag nochmal hier oben die Picantini-Schiene ja. mit bestellt, dass ich da mal auch dort alles so draufsetzen kann. Es ist ein Gamechanger, auch definitiv. Du kannst auch einen billigen erstmal nehmen, ja. ganz ehrlich. Noch habe ich jetzt keinen mehr besorgt, aber ich habe schon mal dran gedacht, dass das wahrscheinlich hier noch kommt. Was mir auch noch fehlt, jetzt speziell für PRS, ist eben ein Dopehalter, wobei ich da auch noch eigentlich sicher bin, ob ich da, ich zeig dir heute da was haben möchte oder da was haben möchte. Das ist, ich nehme nur noch das, ich habe meinen schon abgebaut und nehme nur noch die Libelle an der Seite als Ersatzlibelle, falls okay. die Elektronik ausfällt. Okay. Und den Rest nur noch Arm. Okay. Apropos Arm und so, hast du schon mal Football geschaut? American Football. Die haben auch sowas, ne? Die haben auch sowas. Ach, die gucken nur nach der Uhrzeit. Und wann ist endlich Schluss? Und das ist deutlich günstiger als im Schießbedarf. Ah, ja, das muss man nachgucken. Also ja. ich habe den ja selber genäht und ganz ehrlich, ich finde ihn viel besser als am Gewehr, weil das, da kommt man immer wieder mal ran, dann geht das kaputt und naja, egal. Also ich anderes Thema. Ich habe noch keine Erfahrung. Ich bin hier noch zum Erfahrung sammeln und werde so alles Mögliche probieren. Morgen kannst du Erfahrung sammeln. Genau. Und übermorgen auch. Ah, ja. Ich freue mich schon so. Was hast du noch? Also, du hast das Gewehr, ganz klar, ja. zusätzlich. Du hast noch ein Zweibein, ein Dreibein, falls genau, du das benutzen genau. willst, als Stütze und so weiter. Das genau. kann man ja benutzen. Ja, das Erste, was ich mir da noch zusätzlich gekauft habe, was auch richtig Geld gekostet hat. Ah, 5700 Elite, ne? Genau. Und da habe ich mir auch gesagt, es muss einmal wehtun, und zwar richtig, und nicht mehrmals wehtun. Ist immer besser. Das ist das also, Beste, was man für Geld kaufen kann. Genau. Ganz ehrlich. Das ist wirklich null Fehlkauf und das ist wirklich, also wirklich eines der Dinge, die man haben sollte. Ja, auf jeden Fall. Also statisch Long Range, wenn ich mich nicht selber austrickse, ist das Teil genau richtig. In Polen habe ich mich selber ausgetrickst. Hätte ich danach geschossen, hätte ich auf 1000 Meter wahrscheinlich doppelt so viele Ringe gehabt, wie ich im Endeffekt hatte. Ja, aber man lernt immer dazu, ne? Genau. Das geht mir immer noch so. Ja. Morgen lerne ich auch wieder dazu. Ja. Und übermorgen auch. Ja, also das war wirklich, ich habe vorher auch mit einer Handy-App gearbeitet. Ja, das funktioniert auch, aber das hier ist doch nochmal ein bisschen Game-Changer für mich ist auch gewesen. Also es gibt auch ein besseres Gefühl, ich weiß nicht warum. Man hat eben diese ganzen Wetterdaten hier drin. Wenn man mal wirklich so ein paar Mal unterwegs war und man gemerkt hat, das Wetter macht da tatsächlich einen Unterschied. Hm. Polen, morgens minus 2 Grad, mittags T-Shirt 22 ja. Grad. Ja. Das ist krass. Ne? Ja. Ja, ja. Von daher, das war wirklich ein sehr guter Kauf. Hm. Bereue ich nicht, absolut nicht. Immer dabei beim Long-Range-Schießen. Was hast du noch? Und ich habe mir das hier gekauft: ein Stick Kilo 3000. Oh, ist auch schwer. Genau, das war einer der Gründe, dass mich davon überzeugt haben. Also ich habe die verschiedenen Entfernungsmesser in der Hand gehabt. Oh, hallo. Ach, das ist ja mit Entfernungsmesser. Das sind Entfernungsmesser, ja, genau. Stimmt. Das ist ja krass, stimmt. Da habe ich eben gar nicht dran gedacht. Da ist Range. Das heißt, du drückst drauf. Na, ist ja super. Ja, cool. Also muss ich sagen, kannst du nicht meckern. Also, ja, könnte man ja noch mal vorstellen, das Teil. Finde ich gut. Also, überhaupt ein Glas zu haben, ist ja schon mal sehr sinnvoll. Genau. Besser als ein Spektiv, jedenfalls beim PRS. Mhm.
Also mir hat es auch überzeugt, eben, dass es ein Bino ist. Ist mir irgendwie lieber, als mal mit einem Auge durchzugucken. Ich finde auch, man kann es einfach ruhiger halten. Also wenn man du hast ja hier dein... Genau, aber auch wenn man es in der Hand hat, hat man es irgendwie, kann man es stabiler einfach nehmen, kann sich hier nochmal abstützen. Es ist auch einfach schön, um mal unterwegs beim Autofahren Tiere zu beobachten. Man hat immer ein Fernglas dabei. Mhm. Ja, und man hat eben den Rangemeter. Und ich habe mal Gaudi halber ein Hochhaus angemessen auf 3000 Meter. Ja, das kann das. Das ja, ohne Probleme. Also solange es der User ruhig genug hält. Und auf 3000 Meter wackelt er schon ganz schön rum. Ja, das ist nicht so einfach. Deswegen sollte man immer irgendwas, eine Unterlage haben. Genau, aber ansonsten, auch was ich so verglichen habe, von Messergebnissen her, immer auf einen Meter plus minus gestimmt. Ja, das ist, und auf diesen einen Meter kommt es auch nicht wirklich an. Ne? Auf den Meter kommt es nicht an. Nee. Es ist schnell, also das muss ich auch sagen. Das Messergebnis ist sehr schnell da. Das hat mir an dem auch gut gefallen und deswegen ist es dann, ich hatte Glück sogar mal auf einem Trainingsschießen in Dänemark, hatte ich so die drei großen mal in die Hand nehmen können und habe mich dann für den hier entschieden. Genau, das ist ja auch immer so eine subjektive Geschichte. Auf jeden Fall, passen, auf jeden Fall. Es ist auch die Haptik und so, die angefallen ist. Ich habe ja jetzt ein Glas, was 50 Jahre alt ist. Ja. Geht auch. Und dein Entfernungsmesser ist ja auch... Der ist auch so alt. Der ist auch so alt. Ich habe ja zwei, ne? Also der Militärmesser ist auch so alt. Ja. Der ist 15 Jahre alt, glaube ich, oder 10 in dem Bereich, weil den kannst du neu nicht bezahlen. Ja. Nee, also normal kannst du dich hier drauf verlassen, auf die Entfernung. Und wenn es mal 2 Meter weniger sind oder so, dann ist das... Ja. Also brauchst ein Glas zur Beobachtung, ist wichtig. Mhm. Entfernungsmesser... Wenn es dabei ist, ist okay. Ja. Okay. Ich dachte mir auf jeden Fall nice to have für alles Long Range und oder fast ein Must have für manche Sachen. Ja, das ist so die Ausrüstung, die noch dazu kam zum Reingewehr. Ja, dann auch noch ein bisschen Rucksack und ein bisschen Gürtel und dass man eben noch eine Magazintasche hat und hier auch so Haken hat, um Gehörschutz und Handschuhe ranzuhängen. Ja, kommt immer was dazu. Da kommt Schuhe, halt immer ein bisschen Hose, dazu. Genau, genau. Also eine Regenjacke. Also grad, das ist gerade wirklich Hose, schlimm. Knieschützer. A und O. Ja. Also das war, seit ich die Hose habe, ich kann mich dann mit der fast auf die Knie fallen lassen und ich merke gar nichts. Ja. Und das ist echt toll, wenn man... Und auf Pro macht ja auch gute Hosen. Ja. Kannst du nicht meckern. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, wie das morgen wird. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das morgen wird. Ja, und dann reden wir nicht mehr so nett miteinander. Was ich auch noch gemacht habe, weil ich schon gesehen habe, ja, da sind Sportübungen mit drin. Also so gerade dieses Standard-Stage mit Gewehr auf dem Boden und hoch einzelne Munition einzeln holen. Ja. Warte, man muss echt sportlich sein. Also die Konsequenz daraus. Ich bin angefangen, laufen zu gehen. Nein, ich auch. Aber ich habe jetzt eine Pause gemacht. Aber es geht weiter. Also, wir haben jetzt mal sogar einen Stadtlauf gemacht. Also meine Freundin läuft zum Glück mit. Und wir haben so mal so einen kleinen 10 Kilometer Stadtlauf gemacht. 10 Kilometer muss man nicht laufen. Und ein bisschen, ins Fitnessstudio gehe ich auch noch so ein bisschen Krafttraining, also nicht zu übertrieben, das um Gottes Willen. Aber ich habe das gibt nicht nur die, sondern das gesamte Schießen, weil ich schieße auch noch ein bisschen andere Sachen ab und zu mal, ist besser geworden. Man hat einfach stabileren Körper und eben auch mehr Ruhe im Körper und auch die Ausdauer, dass er nicht nur am 10. Schuss jetzt halt auch noch funktioniert. Das sehen wir ja morgen. Ja, wie das hier wird, das ist wahrscheinlich was anderes. Wir werden sehen. Ne? Vorher ist man ja mal sehr euphorisch. Nee, also wie gesagt, ausprobieren, ob es funktioniert, ob ich Talent habe, für ein bisschen Talent zumindest für PAS habe. Ich hoffe es. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mich der Zeitdruck zu sehr stresst. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Wird so sein. Aber es gibt ja zur Not noch eine Ausweichlinie für mich, das wäre dann King of One, King of Two Miles. Aber ich hoffe wirklich, dass ich beim PRS hängen bleibe, weil ich finde es einfach cool. Macht am meisten Spaß, ganz ehrlich. Okay, ja, ich bin gespannt auf morgen, du sicherlich auch. Und wie. Ja, und wir werden das Beste draus machen, sagen wir mal so. Ne? Ja. Und wir können nur hoffen. Ja. Jürgen,
Match ist zu Ende. Freust du dich? Match ist zu Ende. Ich freue mich, dass es zu Ende ist. War anstrengend, war gut, war eine geile Erfahrung. Du kannst abnehmen. Ist ja wahrscheinlich nicht gerade leicht. Ja, inzwischen ist ein bisschen Munition raus, wird ein bisschen leichter. Ja. Und was sagst du im Match? Geil. Toll organisiert, tolle Stages, richtig cool. Alles super organisiert. Hat echt Spaß gemacht. Und war der zweite Tag schlimmer oder besser? Nee, der war besser. Also ja, der Morgen war ein bisschen schlimmer in die Gänge zu kommen. Aber man hat tatsächlich die Erfahrung vom ersten Tag schon am zweiten Tag gespürt und mitgenommen. Also, vielen Dank, dass du das Interview gemacht hast mit mir und dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video ein bisschen gefallen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wir sagen ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.